Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origin auf dem Weg zum griechischen Hafen. Nicht zum anderen Ufer. Ja gut, einen direkt schon, aber wollte ich die uns nicht sehen, ne? Vielleicht sogar gut, dass jetzt Nacht ist, dadurch schlafen ja die einigen Leute manchmal. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ich muss hier in meinem eigenen Dreck schlafen. Was? Was? Oh, nee, nee, nee. Nichts. Hey, gib mir Deckung. Hey. Sieh dich da draußen mal um. Ich glaube, da war irgendwas. Sei wachsam, Philos. Ich decke dich. Alles gut, Philos. Oh. Hey, was? Stoppt ihn! Verdammt, das war's! Stirb, da bist du ja! Okay, du weißt genau, wo ich bin. So wirst du mir nicht entkommen! Aber ich habe mich im Visier denn. Okay, warte, weg. Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. War krass. Ja, jetzt kommt er nicht mal wie. Wer bist du? Hey! Hey! Ich schlitze dich auf! Oh, okay. Okay, ausgewichen. Was? Oh, was? Okay, das war nicht so wie geplant eigentlich. Bin gespannt jetzt. Da war eigentlich unser Ziel. Ich gehe mal wieder raustragen, oder? Hol mich hier raus! Bitte vergiss mich nicht! Danke. Das war äußerst ungemütlich da drin. Wir haben es geschafft. Du hast sie alle getötet. Jetzt? Bastarde, das hatten sie verdient. Oh. Bring mich in Sicherheit. Warum muss ich genau da durchrennen? Ist schon klar. Schon klar, dass da alle Gegner rumstehen. Nö, nicht mal. Hä? Okay, na gut. Da kommt bestimmt noch ein Hinterhalt oder was. Geht einfach viel zu leicht. Irgendwas kommt ja. Ich hätte sie alle selbst umgebracht. Aber der dumme Käfig war einfach zu stabil. Ja, klar. Okay. Apollodoros hat mich geschickt. Gib mir die Schriftrolle. Schriftrolle? Ich habe keine Schriftrolle. Du solltest sie beschützen. Ich habe sie auf dem Schiff versteckt. Ich wollte nicht, dass sie in die falschen Hände fällt. Und wo ist das Schiff? Auf dem Grund des Sees. Sie haben es versenkt. Nun gut. Ich hole sie. Apollodoros wartet am Leuchtturm auf dich. Ich sag ihm, dass er dich beim gesunkenen Schiff findet. Okay, darf ich mal tauchen gehen? Moment mal. Doch, anscheinend schon. Okay, zurück. Wir nehmen das beste Schiff. Das hier. Huch, was war denn das jetzt? So, bald kommt da die Meldung, dass ich unseren Adler ausschicken kann, um
genaues zu sehen, zu finden, genau jetzt. Okay, das ist. Alles klar. Fangen wir wieder an, das macht, dass er einfach so Sachen durchs Wasser hindurch sehen kann. Okay, guck, die sind keine. Gott. Ein Ernst, ein Frack. Boah, da bin ich so schlecht. Ich dachte, da kommt ein Fisch, der mich anhaben möchte. Neck. Wo ist jetzt unser Schiff? Hallo? Sonst geht's doch, oder? Ausleihen. Wo ist unser Schiff durch? Hat er unser Schiff ge- Oh. Das war unser Schiff gewesen, okay. Ich versuche dafür nicht zu stranden. Okay, danke vielmals. Sehr gut. Wir sind eigentlich da. Bei ihm. Hier ist ein kostbarer Papyrus. Gut gemacht, Bayek. Ich sehe, du bist ein fähiger Mann. Jemand, dem ich vielleicht vertrauen kann. Betone auf vielleicht. Die Schriftrolle war für den römischen Feldherrn Pompeius gedacht, um Rom auf Kleopatras Seite zu ziehen. Sie wird dir sehr dankbar sein, dass dieser Schriftwechsel weiterhin geheim bleibt. Sie ist auf meinem Anwesen, zu dem wir jetzt auch fahren. Was, Kleopatra? Okay. Wie passt Aya in diese Geschichte? Ihr Vetter Phanos erzählte mir, dass sie auf den Tod einer gewissen Beute aus war. Und wie das Schicksal so spielt, hatte auch ich Grund, diese Beute zu töten. Als Aya Erfolg hatte, schritt ich ein, um sie zu schützen. Wir sind dankbar. Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Ich sollte dir sagen, dass ich neben Eodoros auch den Philaketei von Alexandria getötet habe, Gennadius. Gennadius? Ich bin sehr erfreut, dass er tot ist. Aber es könnte dir ernste Probleme einbringen. Die Philaketei sind eine verschworene Gemeinschaft. Und Mordlüstern. Sie werden dich mit Sicherheit jagen. Sollen sie doch. Darf ich fragen, warum du Eodoros tot wolltest? Wie du weißt, ist Kleopatras Bruder, Ptolemäus, zu jung und gefügig, um ein starker Anführer zu sein. Wir glauben, dass Eodoros die treibende Kraft hinter Ptolemäus war und für viele der aktuellen Probleme Ägyptens verantwortlich ist. Da wären wir. Die Villa ist gleich vor uns. Ja, habe ich gesehen. Du bleibst wohl da, ich gehe schon mal vor. Ob das ein Hinterhalt ist, muss ich da irgendwie... Ich gehe mal mit dem normalen Weg. Ach, er macht's auch wie ich, okay. Wie uns auch jagt, ne? Was? Folge? Also müssen wir ihm folgen, okay. In der Villa erfährst du mehr. Die Königin genießt das Leben der oberen 10.000. Ich bin froh, dass mit Aya endlich etwas Vernunft in Kleopatras Gesellschaft eingekehrt ist. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch, deine Frau. Ich weiß. Bayek, bevor ich alle Geheimnisse lüften kann, muss Kleopatra dich treffen und akzeptieren. Sie kann etwas eigen sein. Lass mich dir einen Rat geben. Wenn du dich ihr näherst, beuge das Knie zur Ehrerbietung. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Du sollst nicht fragen, sondern antworten. Lass dich von den Feierlichkeiten nicht ablenken. Sie hat ein großes Gefolge, das sich äußerst gerne amüsiert. Nicht selten im Übermaß. Sprich deutlich, in angemessenem Ton und vor allem, meide jeden Blickkontakt. Bereit? Ich kann's kaum erwarten. Ich bin gespannt, wie sie aussieht.
Fang mich! Komm her zu mir, ihr beiden. Ja, ich versichere es dir. Mann, es ist ein äußerst angenehmes Gefühl. Hier entlang. Keine Sorge, sie ist nicht nachtragend. Mit Bienen? Okay. Wo ist unsere Opiumpfeife? Wir schlafen mit egal wem. Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. So wie Xanthides. Er war sehr zufrieden mit diesem Arrangement. Wer ist dieses köstliche Mannsbild? In Mehoto Eknepschebe? Meine Königin, das ist er. Nun. Ein großzügiges Angebot. Doch ich habe bereits dieser Frau Treue geschworen. Ah ja, eine gute Wahl. Komm, wir haben sehr viel zu bereden. Feiert, meine Freunde! Du solltest vor ihr knien. So, so, man kann mit ihr schlafen, wenn man sich dafür am nächsten Morgen hinrichten lässt. Nicht schlecht. Ah, Pascharemta. Das sind Aya und Bayek. Sie haben Iodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich. Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Iodoros war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der, der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemäus ist ihre Marionette. Wir haben Informanten in allen Regionen. Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier, im Nildelta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Skarabäus. Und hier drüben im allerheiligsten Gizeh hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht in meinem Land. Sogar der heilige Apis-Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht. Dann ist die Schlange der Orden der Ältesten. Ja. Iodorus war bekannt als das Nilpferd. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Sie sind alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siva, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Erst Siva, nun das Fayum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten. Wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten, wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Wir müssen entschlossen handeln. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Wir haben Chemos Mörder immer noch nicht gefunden. Der Ka unseres Sohnes wird erfreut sein, wenn wir die Gestalten von der Karte tilgen. Du bist jetzt unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. So soll es sein. Heute wird getrunken, gefeiert und geliebt. Und morgen
Okay, er hatte dieses Zeichen auch schon. Hab ich das verpasst, wo er das bekommen hatte? Woher das hatte? Sie bleibt bei Cleopatra jetzt so wie. Okay. Ja. Müssen wir mal eine Quest schauen. Die sind alle ziemlich hoch jetzt geworden hier. Steinkreis in Ägypten. Hier wäre das nächste, was eigentlich möglich wäre. Jetzt nach Science Map. Ist das denn jetzt? Wohin reisen sollen? Hoch, wohin? Ein Geschenk der Götter, eine Nebenquest. Ja, die fand es gar hier Fehler 2231. Aber die wird angezeigt jetzt. Ach, da ist es. Oh Mann, ey. Ja, geh mir dahin. So, gleich neben einem Teleporterpunkt. Können wir uns wieder ansehen, wie es da weitergeht. Jaja. Das ist mir klar, dass ein Game mit Schilder von hinten angreift, tut am besten. Habe ich vorhin auch gemacht, sofern ich sie im Visier hatte. Okay, also die nächste Quest ist irgendwo in der Nähe. Ach, jetzt ist nicht mehr aktiviert, wie? So. Da in diese Richtung. Halt! Wir gehen mal zu Fuß. Was? Ich spreng dich um! Da bist du ja! Zu langsam! Ich kann ihn treffen! Boah! Hattest du auch Pop? Hattest du auch Probleme, eine Ernte zum Mann zu machen? Okay. Und wie? Das Pyros-Lager ist die reinste Tortur. Die Soldaten sind nicht als Strafen. Das heißt, dass noch ein Händler Sefetu nicht bezahlen konnte. Was ist passiert? Okay, der Teufel ließ das Schiff des Mannes und all seine Waren verbrennen. Oh, leben wir noch? Wenn er noch eine Zeile verpasst, würde er nächstes Mal... Wow, krass. Nicht so laut! Du weißt ja nicht, wer zuhört. Sefetu. Ah, toll. Wir haben gerade einen Tivis getötet. Hattest du auch Probleme, deine Ernte zum Markt zu bringen? Und wie? Das Pyros-Lager ist die reinste Tortur. Die Soldaten sind nichts als Straßenräuber. Okay, ich war mir jetzt gar nicht so klar, dass hier vor der Krieg herrscht. Scheiße, ey. nur kurz. Kann ich dich auflisten? Locken? Kann ich unser Schwert auflisten? Ja, kann ich. Okay. Sehr schön. Okay. Bogen kann ich mir auch noch aufrüsten. Ich glaube, es macht wirklich Sinn, wenn man gute Bögen hat, die entsprechend mitnimmt.
Okay, so. Wir gehen mal zur Quest jetzt. Aber ich sehe eigentlich schon, dass das schon wieder vorbei ist für die heutige Folge. Ja, gut, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns wieder übermorgen zur nächsten Folge von Assassin's Creed Origin. Bis dann, bye bye.